Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein großer Fan von Videospielmusik. Ich rede ja auch in so gut wie jedem Video in irgendeiner Art und Weise über das Thema. Wovon ich auch ein großer Fan bin, sind JRPGs. Und heute kombinieren wir diese beiden Themen, also Musik und JRPGs, denn ich möchte heute mit euch über meine liebsten Battle-Themes in JRPGs reden. Bevor wir damit anfangen, möchte ich einmal erwähnen, dass dieses Video Teil eines größeren Videoprojekts ist, nämlich Music of März. Hier machen viele verschiedene YouTuber mit und präsentieren im März Videos zum Thema Musik. Das kann alles Mögliche sein, wie ich es heute mache, eine Art Top-Liste zu einem Thema oder ein Video zur Musik eines spezifischen Spiels oder vieles weitere. In der Videobeschreibung verlinke ich euch eine Playlist mit allen Videos, die im Laufe des Monats erschienen sind und auch noch erscheinen werden. Klickt euch da also gerne mal durch, um viele coole Videos von coolen Leuten zu sehen. Aber genug der Vorrede. Wie gesagt, möchte ich heute eine Top-Liste meiner liebsten Battle-Themes in JRPGs erstellen. Mir geht es in diesem Video nur um die Musik von ganz normalen Standardkämpfen, also keine Boss-Themes oder Themes von speziellen Gegnern oder sowas in der Art. Außerdem möchte ich mich darauf beschränken, pro Franchise nur einen einzigen Track auszuwählen, um möglichst viel Vielfalt von Spielen hier vertreten zu haben und auch um eine Einschränkung der Spiele zu haben. Generell ist es bei so einem riesigen Genre wie JRPGs echt schwer, sich auf eine genaue Liste mit so einer kleinen Anzahl von Tracks festzulegen. Natürlich spiegelt diese Liste auch nur meine Meinung wider und da ich nicht jedes einzelne JRPG auf dem Planeten gespielt habe, auch wenn man das von mir vielleicht denken mag, bin ich mir sicher, dass es unzählige Tracks gibt, die es auch verdient hätten, hier auf der Liste zu landen. Musik ist außerdem ein sehr subjektives Thema, also nur weil ich einen Track mag, muss das nicht heißen, dass ihr ihn auch mögen müsst. Nehmt dieses Top-Listen-Format also nicht allzu ernst und lasst uns stattdessen lieber vor allem über die Musik reden. Lasst mich auch gerne wissen, falls euch dieses Video gefällt, dann können wir in Zukunft gern noch so eine Liste mit 10 weiteren Tracks machen. Denn es gibt noch unfassbar viele Tracks, die einen Platz hier verdient hätten, aber ich musste mich ja schließlich irgendwie auf 10 festlegen. Gut, wo wir das geklärt haben, fangen wir an mit Platz 10. Rufia 2 ist eins der beliebtesten und meiner Meinung nach auch besten JRPGs für das SNES und der gesamte Soundtrack ist Top-Tier. Das Battle-Theme mag ich aber besonders, denn es hat so einen richtig schönen SNES-Klang und die Melodie fühlt sich richtig an wie die eines klassischen JRPG-Battle-Themes. So ein klassischer Track muss hier auf der Liste vertreten sein. Bei so einem Soundtrack will man absichtlich in Kämpfe rennen und es macht dabei richtig Spaß, Horden von Monstern zu besiegen. Bei der Tales of Serie ist es mir wirklich schwer gefallen, mich nur für einen Track zu entscheiden, aber letztendlich habe ich diesen aus Tales of Systeria ausgewählt. Auch wenn das Spiel nicht mein liebster Teil der Reihe ist, mag ich den Track sehr. Er hat so einen richtig heroischen Klang. Was gut zum Protagonisten des Spiels, Soray, passt, welcher charakterlich der typische Bilderbuchheld ist. Gleichzeitig klingt der Track auch stimmungsvoll und fröhlich und auch die Melodie gefällt mir sehr. Im weiteren Verlauf des Spiels ändert sich das Battle-Theme und auch wenn es der Melodie her ähnlich bleibt, klingt es nach und nach ernster. Natürlich bleibt die Melodie nicht exakt gleich, sondern es kommen auch neue Teile dazu. Insgesamt mag ich diese Variation der Battle-Themes sehr. Die
Die Persona-Serie ist bekannt für ihre großartigen Soundtracks und daher hätte ich so gut wie jedes Battle-Theme aus den Spielen auswählen können. Aber letztendlich habe ich mich für den Track aus dem vierten Teil entschieden. Obwohl Persona 5 mein erster Teil der Reihe war, kenne ich den Track schon viel länger und habe deswegen eine größere Bindung damit. Ich mag die schwungvolle Melodie sehr und auch der Gesang passt gut dazu. Wodurch der Track insgesamt einfach ein stimmungsvolles Gesamtbild abgibt. Wenn sich das Internet bei Octopath Traveler zu einer Sache einig ist, dann, dass der Soundtrack ziemlich großartig ist. Das Spiel hat unterschiedliche Battle-Themes je nach Gebiet und das zweite Battle-Theme hat das mir besonders angetan. Ich bin generell ein großer Violinen-Fan und der Hauptteil der Melodie wird hier von einer Violine getragen. Aber auch die anderen Instrumente tragen dazu bei, dass die Melodie ein gutes Gesamtbild ergibt und einer Track dadurch stark im Kopf bleibt. Paper Mario The Origami King war zwar insgesamt ein eher kontroverses Spiel, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sein können, ist, dass der Soundtrack großartig ist. So auch das Battle-Theme, das im ersten Gebiet spielt. Ich mag einfach alles daran. Die Melodie, die Instrumente und den generellen Klang. Der Track fühlt sich einfach nach Mario an, aber hat auch etwas Eigenes, das ihn im Vergleich zu anderen Mario-Tracks herausstellt. Egal wie oft man sich ins Kampfzimmer stürzt, der Track wird nicht langweilig. Während das Battle-Theme von Golden Sun 1 durch seine Melodie und die gewählten Instrumente einen etwas fröhlicheren Ton hatte, der gut zum Spiel passte, klingt das Battle-Theme von Golden Sun 2 viel ernster und auch etwas bedrohlicher. Aber auch das passt gut zum Spiel, denn nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil steht in Teil 2 einiges auf dem Spiel, was durch das Battle-Theme gut verdeutlicht wird. Ich mag die Melodie und die vielen verschiedenen Instrumente, die genutzt werden, um diese zu erzeugen. Der Track klingt dadurch irgendwie sehr vielschichtig. Generell finde ich es beeindruckend, dass sowas aus den Lautsprechern eines GBAs kommt.
Das Battle-Theme von Blue Reflection ist echt schnell und dynamisch. Wie auch bei Octopath Traveler mag ich es sehr, dass die Melodie stellenweise von einer Violine getragen wird, aber gleichzeitig mischt sich manchmal auch ein Piano dazwischen, was insgesamt einen super Klang erzeugt. Dann gibt es aber im Hintergrund auch manchmal andere Instrumente und Töne, die den einzigartigen Klang des Tracks ausmachen und gut den Klang einer anderen Welt einfangen, was zum Thema des Spiels passt. Dadurch bleibt einer Track wirklich gut im Kopf. Bei der Atelier-Serie ist es mir auch echt schwer gefallen, mich für einen einzigen Track zu entscheiden. Aber letztendlich habe ich das erste Battle-Theme aus Atelier Sophie ausgewählt. Hieran mag ich besonders, dass Instrumente benutzt werden, die sehr untypisch für Kampfmusik sind. Das ist ja generell typisch für die Atelier-Serie, aber hier gefällt es mir besonders. Wir haben Flöten und akustische Gitarren, die insgesamt ein sehr stimmiges Klangbild erzeugen, was man bei Musik für Kämpfe gar nicht erwarten würde. Das Soundteam von Gast schafft es aber, dieses Grundstück zu vollbringen. Bravely Default 2 ist meiner Meinung nach ziemlich underrated und genauso auch der Soundtrack des Spiels. Ich mag am Battle-Theme am meisten, dass der Track auf die gleiche Weise beginnt wie auch das Battle-Theme des ersten Spiels, aber relativ schnell auf die neue Melodie des zweiten Teils wechselt. Der Soundtrack ist sehr schnell und bietet eine sehr dynamische Melodie, die sehr catchy ist und auf ihre eigene Weise Bravely Default schreit. Allein an der Melodie und der Instrumentalisierung erkennt man, dass es ein Track aus Bravely Default ist. Und das macht für mich die Musik der Serie aus. Ich wette, ihr habt schon lange kommen sehen, dass ein Xenoblade-Track auf Platz 1 landen wird. Die Frage war nur, welcher? Hier ist mir die Auswahl wirklich schwer gefallen und letztendlich musste ich mich irgendwie zwischen Mechanical Rhythm aus Teil 1, Still Move Forward aus Teil 2 und New Battle entscheiden. Letztendlich fiel meine Wahl auf New Battle, weil ich die dynamische Melodie liebe und weil der Track einfach ganz anders klingt als andere Battle-Themes aus der Serie.
Er ist echt abwechslungsreich und wird nie langweilig, wodurch ich stundenlang zuhören könnte. Was ich besonders liebe, ist, dass der Track bei der zweiten Wiederholung am Ende plötzlich nochmal intensiver wird, was man im normalen Spiel so gut wie nie hört, weil kein Kampf lange dauert. Solche Details machen für mich einfach die Musik von Xenoblade aus. Durch und durch ein grandioser Soundtrack. Und damit sind wir für das heutige Video durch. Ich könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen und über viele weitere großartige Battle-Themes reden, die es nicht in das heutige Video geschafft haben. Aber irgendwo muss man einen Schlussstrich setzen. Ich kann niemals mit Sicherheit sagen, ob das wirklich meine Favoriten sind, weil es unfassbar schwer ist, so viele Tracks miteinander zu vergleichen und nur ein paar davon letztendlich auszuwählen. Mich interessiert aber natürlich, welche Soundtracks zu euren liebsten Battle-Themes gehören. Es gibt noch so viele Spielereien, die ich heute nicht angesprochen habe, also lasst mal hören, was euch so gefällt. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bye und bis zum nächsten Video.